kann ich ja dann noch ein Haus weiter nach Kingskirchen gehen. Da gibt es auch. Ein Teil kann ich jetzt mit. Das kann ich jemand mitgeben, ein Teil. Da haben wir schon mal einen Teil weg, ja? Nee, komplett. Unser Schlieferdorf hat das Ganze noch. Haben Sie sich schon eingetragen? Es gab 3 Tote, die ganze Siedlung musste aufgegeben werden. Ursache für den Hangrutsch, die fortdauernde Durchfeuchtung der unteren Bodenschichten durch den künstlichen See. Niemand hatte damit gerechnet. Die Experten der Grubenverwaltung hielten alles für sicher. Der Gutachter, der dies nicht erkannt hatte, war Professor Dr. Wittke. Derselbe, der heute für den Filtertunnel im Angriff und das Kernerviertel bescheinigt, dass doch alles sicher sei. In den 30 Jahren seither nichts dazugelernt? Oder ist er nur noch von der Bahn bezahlter Scheinselbstständiger? Die im Anhydrit verlaufende Nordröhre des Wagenburg-Tunnels konnte bis heute nicht fertiggestellt werden, weil schon während der Bauzeit 1954 dort Quellungen auftraten. Der Filder-Tunnel ist in unmittelbarer Nähe geplant. In der Stuttgarter Zeitung war kürzlich zu lesen, dass beim Bau des Engelberg-Tunnels bei Leonberg auf etwa 430 Meter Länge durch Anhydrit verlaufen und ein Dauersanierungsfall seit Anbeginn 100 Wohnhäuser, zum Teil 80 Meter über dem Tunnel gelegen, Risse bekommen haben und 2 Häuser so schwer beschädigt wurden, dass diese abgebrochen werden mussten. Überall dasselbe. Erst wird alles heruntergespielt und schön geredet. Wenn dann etwas schief geht, will keiner die Verantwortung dafür übernehmen. Nie werden die Verantwortlichen je dafür zur Rechenschaft gezogen. Sind, sich genau anschaut, alles genauestens fotografiert und sollte es tatsächlich so weit kommen, dass unter ihren Häusern gebohrt wird und da was passiert, seien es Setzungen, dass das Haus zusammenkracht nach unten oder seien es Hebungen, dass das Haus zusammenkracht, weil es nach oben geht oder sonst was. In all diesen Fällen ist dann die Bahn regresspflichtig Ihnen gegenüber. Diesen Antrag für Ihre Leidensfähigkeit danken wir spontan. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Das müssen alle mitsprechen. Schön auf Schwenglisch. Seit dem Vorgänger von unserem Herrn Mappus, der ja jetzt in Europa und so, ist das ja wieder in, das Schwenglisch. Also nicht thank you for traveling this Deutsche Bahn, sondern thank you for traveling this Deutsche Bahn. Das müssen wir alle mal zusammen sagen. Thank you for traveling this Deutsche Bahn. Genau, da gibt es noch eine Melodie dazu. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Nochmal alle. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Super, und da müsst ihr mich unterstützen bei dieser Zeit.
machen. Meine Damen und Herren, der ICE nach Frankfurt Main wird abweichend am Bahnsteig gegenüber ein. Die Abfahrt dieses Zuges war 14.02 Uhr. Obwohl, das war sie nicht, denn es ist ja schon 14:30 Uhr. Bei uns läuft leider oft das meiste anders, als man denkt. Wir haben die Waggons heute falsch rum angehängt. Die Wagenreihe ist genau das Gegenteil vom Plan. Thank you. Meine Damen, meine Herren, ist der Zugchef, der hier spricht. Ganz normal zu sprechen, beherrsche ich leider nicht. Trotzdem kriegen Sie den Service, den man von uns kennt. Erst Deutsch und dann auf Englisch mit heftigem Akzent. Erstmal will ich, ohne meinen Ekel zu verhehlen, Ihnen das Angebot auf unserem Bordbistro empfehlen. Leberkäse und Softdrink für 7,10 Euro. Vorher ganz viel Spaß beim in der Schlange stehen. Meine Damen, meine Herren, danke, dass Sie mit uns reisen. Zu abgefahrenen Preisen, auf abgefahrenen Gleisen. Für Ihre Leidensfähigkeit danken wir spontan. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Schienen steht. Aber bitte, bitte, behalten Sie uns lieb. Wir waren halt einfach viel zu lange ein Staatsbetrieb. Sollten Sie im Lauf der Fahrt mal das WC benutzen, würden wir empfehlen, dass Sie das vorher selber putzen. Verwenden Sie am besten eine Flasche Sacrotan. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Mit uns reisen, zu abgefahrenen Preisen, abgefahrenen Gleisen. Für Ihre Leidensfähigkeit danken wir spontan. Thank you for traveling bis Deutsche Bahn. Thank you for traveling bis Deutsche Bahn. Meine Damen, meine Herren, weil sie meistens keiner checkt, sind bei uns ständig alle Heizungen defekt. Ansonsten steht für Sie Klimaanlagen parat, doch die funktionieren nur bis 32 Grad. Wir haben eine Theorie, doch es fehlt noch der Beweis. Im Winter wird es kalt und im Sommer wird es heiß. Erleben Sie bei uns Kälte, Schock und Fieberwahn. Thank you for traveling bis Deutsche Bahn. Thank you.
Wahrscheinlich ist es so, dass